Ich glaube tatsächlich, du hättest das doch runterschießen können, wenn du an dem Strick den getroffen hättest. Aber ich glaube, das ist halt ein bisschen schwieriger. Ja, mal gucken. Oh Gott, da sind auch wieder unsere Freunde. Ich weiß ja nicht. Da vorne sehe ich schon den Punkt, wo wir hin müssen. Ja, das sind halt nur Gegner. Da ist ja nichts, glaube ich. Oh nein, das sind Bogenschützen. Na, die Feuerpfeile würde ich bei denen nicht verbrauchen. Das ist viel zu. Ja, rein. Du weißt doch, dass du nicht so weit werfen kannst. Hau drauf! Jetzt haben wir fast gar keine Nahkampfwaffe mehr. Wir müssen wieder sammeln. Oh, was ist das? Da war ein Vogel. Nein. Oder was auch immer das war. Da müssen wir gleich mit dem Bogen kämpfen erstmal. Weil die andere Waffe ist mir. Alter, wie viele Pfeile. Einfach die einsammeln, die er wegschießt. Das ist doch cool. Der kann einfach uns unendlich Pfeile bescheren. Gratis Pfeile, sagen wir nicht nein. Komm, haut zu. Du kannst auch so hüpfen eigentlich, wenn du sie anvisierst. Glaube ich, oder? Nee, aber so drumherum hüpfen und dann Angriff. Bist du mit der Waffe irgendwie langsamer? Kannst du jetzt überhaupt drin? Achso, naja, wir clean. Gut. Oh, da ist noch jemand mit Bockstock. Von hier, komm. Snipen von hier. Oder von da oben. Okay. Du hast die normalen, deswegen hast du 18 Stück, von anderen haben wir nur 5. Höher, 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 höher. Oha, Headshot. Der hat auch ein Schild. Der hatte sogar Alan Reiseschwert. Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Und wir wechseln Schild zu dem. Bockschild, ein krudes Machwerk aus schlampig zusammengezimmerter Baumrinde. Geht gerade so als Schild durch, wenn man ein Auge zudrückt. Schildwechsel. Das ist das, wo wir hingehen sollen. Bitte Schikastein einsetzen. Schikastein erkannt. Schikaturm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Du weißt, was jetzt passiert. Turm des Plateaus. Karteninformationen werden übertragen. Ist unser Handy überhaupt wasserdicht? Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt.
Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Die Fjana-Stimme geschafft. Du kannst da nicht runterspringen. Noch nicht. Ja, das wäre nicht so sinnvoll. Und diese Türme sind überall in der Welt verteilt und warten darauf, aktiviert zu werden. Das, was wir hier gerade haben, ist wirklich nur ein kleiner Teil der ganzen Welt. Dieses vergessene Plateau. Wartet unten jemand auf uns? Eine vergessene Welt. Tagebuch öffnen. Hör doch mal zu, er hat was Wichtiges zu sagen.
Oh, da drüben sind noch Bockplints. Kannst du den von hier sogar schon abschießen? Zu hoch. Oh. Ja, doch, okay. Oh. Das war ein bisschen zu spät. Jetzt kommen sie alle. Oh, oh. Oh, da ist noch ein Bogenschütze. Oh Gott, was war da drin? Pfeile. Bockstock, Schild, alles. Und nehmen. Oh, da lagen 5 Holzpfeile hinter dir. Wie er auf dich zeigt. Hallo, da ist er. Oh, er wirft einen Schildstein. Oh, Falter. Warum sammelst du die Pfeile nicht ein? Oh Gott. Ah, da kann man auch kochen. Alter, wie cool die da so drinstecken. Reiseschwert. Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Weil das Ding da drin ist und du das nicht aufsammelst? Muss dir doch angezeigt werden, oder nicht? Gibt hier nur krass. Alle. Die waren da beim Turm. Nicht bei dem Turm. Aller Loot. Mehr als genug. Nein. Und wenn dann nur ganz, ganz wenig. An einem Lagerfeuer kannst du die Zeit verstreichen lassen. Ah, wir können noch nicht kochen. Guten Morgen. Da hochklettern solltest du, ja, auf jeden Fall. Da oben ist was. Mit Sicherheit. Alter, so Burgmauern. Pass bitte auf, Jan, das ist gefährlich. Alter. Ich merke das schon. Zu viel Spaß. Ja, wahrscheinlich irgendwo auf dieser Mauer, wenn man hier ganz rumläuft. Aber wir sollten erstmal in dieses... Ja. In dieses Gebilde reingehen. Ja, die Kisten kannst du auch kaputt machen, aber das macht dein Ding, glaub... Ma-Uno-Schrein. Macht deine Axt, glaub, kaputter. Versuch mal. Ja. Oh, da ist eine Kiste, aber die kriegst du nicht. Dafür brauchst du einen Upgrade für deinen Stein. Das ist ein Stein, den kannst du nicht kaputt haben. Willst du dir noch dein halbes Herz aufheilen oder willst du so reingehen?
Stimmt, aber ich weiß es nicht ganz genau. Zur Sicherheit würde ich mich immer halten. Schicker Stein erkannt. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Der Eingang wird nun geöffnet. Es gibt nämlich in diesem Zelda keine normalen Dungeons mehr. Es gibt diese Schreine und es gibt, glaube ich, vier oder fünf große, ich nenne es nicht Dungeons, aber wir werden sehen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mauno. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Magnetismus. Mauno-Schrein. Du musst den Stein darin machen. Dann bekommst du ein Upgrade. Und davon gibt es 3, 4, 5. Und rate mal, welches Modul du jetzt bekommst. Richtig. Ich weiß ja nicht, wie viel du gemacht hast. Ja. Ja, genau. Magnetmodul lässt dich metallene Objekte bewegen. Erfasst der Magnetstrahl ein Objekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei umherbewegen. Umher bewegen. Ja, du birgst Bergen. Gleich ja das. Den Schatz. Das, was lila ist, kannst du hochheben. Und darunter geht's weiter. Oha! Pass auf, es kann in diesen Schreinen auch Gegner geben. Ja, ich würde es nicht ausschließen, aber sehr bald. Mach kaputt! Oha, nicht im ersten? Aha. Du kannst den nicht mit dem Dingern wehtun, aber du kannst Pfeile werfen. Pass auf, der macht Aua weh. Dann! Geh weg! Der tut wirklich weh. Du solltest Pfeile werfen, schießen. Oh, der kann dich nicht treffen. Der kann dich von da aus nicht treffen. Machst du denn? Der kann dich nicht treffen. Schieß doch weiter. Also. Das, was du gerade gemacht hast, ist eine Sache, die wir noch gar nicht können. Du hast gerade gepfiffen. Damit ruft man nämlich gewisse Tiere. So, und der hinterlässt auch immer coolen Loot. Also schön einsammeln. Antike Schraube. Diese Art Schrauben wurden offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. So, jetzt musst du wahrscheinlich diese Plattform nehmen. Und dorthin. Ja, so geht's natürlich auch. Hättest du auch drüber laufen können. Kannst das Ding auch drehen. Indem du dich drehst. Du kannst abstoßen und anziehen. Das ist auch eine wichtige Sache. Mal Tür auf! Bevor du reingehst, weiß nicht, ob es hier noch ein Secret gibt. Guck mal nach links und rechts vor dir.
Weil es gibt eigentlich fast in jedem Schrein auch immer eine versteckte Truhe, aber ich glaube in dem ersten noch nicht. Jetzt nicht dahinter, aber es gibt so ein paar Räumlichkeiten oder sowas. Aber ja. Sagen wir mal Hallo. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich bin Maonu. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeit hinprüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Zeichen der Bewährung, ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia, die bei euch stehen. Hylia, Hylia, Hylianisch, Hylianisch. Schwierig. Tja, Oppi, was sagst du jetzt, hä? Was sagst du jetzt? Ja, auch tief.
Okay, wie ich würde sagen, wir sagen, holen das erstmal nochmal in die Truhen und teleportieren uns auf den Turm. Und dann war es das auch für diese Folge. Also, okay. Raus damit. Und da ist noch eine. Alter. Ein Bernstein, versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Ein Opal, ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlenmutt und soll die Kraft des Wassers besitzen. Ah, das sind auch Sachen, mit die man verkaufen kann. Und was hast du vor? Nein, hin und zurück halt. Wie ein Magnet, der stößt ab und er zieht an. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Turm. Ob jetzt was passiert, weiß ich gar nicht. Ach, nicht der Opa ist jetzt da oben. Er hat ein Parasegel. Steht zwar noch hier unten, aber... Der kriegt das schon hin. Ja, und im nächsten Part sprechen wir nochmal mit Opa. Was ist so mit ihm los? Das ist kein normaler Opa und wir werden wahrscheinlich anfangen, die drei Schreine abzuklappern. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen und ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.